nicht um die Frau an sich, hier geht es um mich. Und warum nicht? Und um unsere Probleme mit der sicherlich schlimmsten Erfindung, seit es Frauentypen gibt. Man liebt als Mann die Frau. Na klar, das war so, das ist so. Genau, und das soll auch so bleiben. Und da ist es auch normal, sich mal ein bisschen aneinander zu reiben. Man muss das ja nicht übertreiben. Jetzt kommt schon zur Sache, Mann. Was glaubst du, was ich gerade mache? Denn hier geht es nicht um alle, sondern um die ganz spezielle Art von Frau. So zart wie ein Seidenfähnchen. Die Rede ist von sogenannten Kaffeemädchen. Du meinst die Mädchen, die gern Ponyfilme ja, gucken ja. Und die heißen Kaffee runterschlucken. Wie wir das Bier, die zucken nie rum und die spucken nie aus und gehen selten aus dem Haus und aus sich selbst raus. Gluck, gluck, ist der Kaffee in den München verschwunden. Ruckzuck ist die Kaffee-Hemmschwelle überwunden. Tuck, tuck, und sie quatschen wieder Stunden um Stunden ohne Wunden um den heißen Kaffee rum. Mädchen trinken Kaffee, ich Junge lieber Bier. 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 Mädchen, die wir meinen, das sind feine, kleine, reine Wesen. Die lesen bunte Pferdebücher, tragen bunte Seidentücher. Die schwitzen so gut wie nie, sitzen so brav und lieb. Ja, wie die Mutti denen das gezeigt hat. Die geigen, weil die Mutti früher auch gegeigt hat. You like what your mother used to do. You are a coffee girl. Hört uns alle mal gut zu. Gluck, gluck, ist der Kaffee in den München verschwunden. Ruckzuck ist die Kaffee-Hemmschwelle überwunden. Tuck, tuck, hört sie quatschen wieder Stunden um Stunden. Ohne Wunden um den heißen Kaffee rum. Mädchen trinken Kaffee, ich Junge lieber Bier. 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 Ich habe natürlich nicht direkten Hass auf Kaffee, was mich erschreckt, ist doch nur, wenn ich diese Kaffeemädchen sehe. Ich meine die Mädchen, die mit weißen Röckchen und mit weißen Söckchen über weiße Stöckchen springen. Ach, die sitzen an den Kaffeetisch und mischen sich in alles ein. Mit vielen Worten und inmitten von tausend Sorten von Torten und von tausend Tassen Kaffee mit Sahne. Ich ahne, die spinnen diese Kaffeetrinkerinnen mit reinstem Gewissen, bunte Sofakissen für die Mutter. Verwöhnen ihre Kätzchen mit Babykätzchenfutter und Babykätzchenbuttergebäck. Schau, ist das nicht ein bisschen zwecklos? Und am Ende auch gefährlich. Die Mädchen könnten sauer sein. Das war doch bloß ehrlich. Kaffeemädchen sollten Bierjungen Lieder machen. Und da könnten wir zusammen drüber lachen. Gluck, gluck, ist das Bier in den München verschwunden. Ruckzuck ist die Starkbierschwelle überwunden. Tuck, tuck, und wir saufen wieder Stunden um Stunden ungebunden in der Lieblingskneipe rum. Mädchen trinken Kaffee, ich Junge lieber Bier. 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 Das war ein Groove Minister.